Ja, hallo Lieben, hier ist der Sibi und ja, was soll ich sagen? Ich habe kein Reittier mehr. Ihr habt ja mal gesehen, hier war ein Raimi, das habe ich verkauft, habe ich in der aktuellsten Let's Up Video Sache gem. Achso, es ist Nebel, ne? Und der Baum ist da, yay. Habe ich das angekündigt und zwar sind wir jetzt gerade bei Händlerin Nina und dort möchte ich gerne ein Reittier mit euch appen oder aufwerten, wie auch immer. So, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal mit euch gemacht habe, aber so machen wir das einmal so. Also, wir haben jetzt erstmal den Mitzahn. So, verdammt, dann ist das ja S plus 2, leider. Gut, gehen wir mal aufwerten. Also, man kann so sehen. Doch, das passt schon. So, aufwerten. Möchtest du mit der Aufwertung fortfahren? Yes. Möchte ich gerne. Und dann ist das Ding auf plus 1. Sehr schön. So, und dann haben wir jetzt einmal das. Und jetzt fragt euch, welches Reittier möchtet ihr denn gerne haben? Aufwerten, wie auch immer. Und zwar ist es. Oh mein Gott, es ist Motti. Ja, Motti ist ein Ding. Das habe ich mir damals mal geholt. Das ist schon ewig her. Das glaube ich schon seit 2018 oder so in dem Inventar. Und bis dahin habe ich es leider nie aktiviert oder so. Ich hatte aber halt keinen Charakter, wo ich es aktivieren wollte. Ich habe mir nämlich gedacht, der ist Sibi. Ja, das ist ein ganz toller Charakter, wie ich finde. Und dem möchte ich das gerne gönnen. Und dementsprechend werden wir es jetzt aufwerten machen. So, und wir haben jetzt Monty plus 2. Sehr schön. Also, das ist jetzt zwar plus 2. Ich war jetzt mit der Berechnung irgendwie falsch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich es mal aktivieren. Ja. Und Monty sieht so aus. Ich finde es eigentlich ganz putzig. Oh, mit Mentatal. Ah, okay. Und bewegt. Oh. Not bad. Also, ich muss sagen, wie waren das mit Tanz? Tanz. Erhöht die Mana-Punkte? Erhöht die Laufgeschwindigkeit. So, und wenn wir jetzt nochmal. Wir können ja mal kurz was machen, witzigerweise. Habe ich jetzt dann nur T2. Aber. Nee, T5 ist mir zu schade. Machen wir bei T2 noch. Sind wir noch schneller. Ne? Also, wir sehen. Es ist eine feine Sache. Dann gibt es nämlich noch, ich habe das mal mit dem lieben Julian gemacht. Liebe Grüße an dich, lieber Julian. Vielleicht, wenn du das siehst und vielleicht bekommst du ja Bock, nochmal dieses Video aufzunehmen. Ich meine, ich habe das schon mal gemacht. Ne? Hier war ein Schneemann, aber der ist weg. Da sind Schneemänner. Ich frage mich, was passiert, wenn man Schneemänner kaputt macht. Ja, also wir hatten mal das zusammen aufgenommen. Letztes Jahr, glaube ich, war das. Ja, zur selben Zeit. Muss der gewesen sein, weil, oder irgendwie. Jedenfalls mit einmal T5 Sprint, dem Weihnachtsbaum Sprint-Effekt und einmal vom Jäger des SS, glaube ich, den Effekt. Und dann war man richtig schnell unterwegs. Also es war sehr unterhaltsam. Ne? Leider habe ich meine Voice nicht aufgenommen. Von daher, ja, jetzt weiß nicht, ne? Hätte man das gerne so machen können. Aber ihr seht's. Also wir haben ein neues Reittier. Ich bin ganz zufrieden mit dem Design. Ne? Finde ich ganz cool. Also seitdem gab es das, glaube ich, gar nicht mehr. Deswegen habe ich gedacht, jetzt oder nie. Ne? Von daher, ich finde es nicht schlimm. Es war eine Spinne oder eher gesagt eine Motte. Aber hey, immerhin haben wir das jetzt. Guck mal, wir halten sogar. Nee, die verschwinden in der Kleidung. Naja, egal. Ja, so ein kleines Speziell, kann man so sagen. Kleines Speziell könnte es gewesen sein. Naja, egal. So, Lieben. Ja, das war's dann auch schon. War nur ein kurzes Video, wollte ich euch nochmal zeigen. Euch mitnehmen auf die Reise von einem neuen Reittier. Und ja, es war erst mickrig plus 2, aber ich sag mal so, plus 4 werde ich auch noch hinkriegen. Jetzt gab es erst vor kurzem Bovo, aber ich habe das leider versäumt. Egal, also macht's gut. Bis dann. Euer Sibi und Motti.